Eine ordentliche Saison hatte das Mercedes-Werksteam. Man konnte wieder unter die Top 4 fahren, leider nicht unter die Top 3. Auf den Geraden war man etwas langsamer als die Konkurrenz, aber den Zeitverlust, den man da hatte, konnte man in den Kurven wieder aufholen. Notorious F1 wurde zum Stammfahrer befördert, nachdem er in den unteren Klassen sehr gute Leistung gezeigt hatte. F1 Domi 92 wurde von der Jugendabteilung von Mercedes ins Team geholt und soll zeigen, was er drauf hat. Das Ziel von Mercedes ist, um Podeste zu kämpfen und dauerhaft wieder unter die Top 3 zu kommen. Eine Saison mit wenig Höhepunkten hatte Red Bull. Man ist auf Platz 8 zurückgefallen, womit man überhaupt nicht zufrieden ist. Der neue Honda-Motor, den man jetzt im Heck hat, bietet noch mehr Power als der Renault-Motor. Und die Fahrer sagen, dass der Wagen sich wie immer sehr gut fahren lässt. Juan Chias 97 konnte die Aufmerksamkeit des Teams für sich gewinnen und möchte das natürlich mit vielen, vielen Punkten zurückzahlen. Mike Suell 7 wurde vom Ersatzfahrer zum Stammfahrer befördert bei Red Bull. Natürlich will er auch mit sehr vielen Punkten das zurückzahlen. Red Bull hat als Ziel, die Schmach von der letzten Saison zu vergessen und vorne anzugreifen. Eine gute Mittelfeldsaison mit ein paar guten Ergebnissen hatte Renault. Mit Platz 6 ist man eigentlich zufrieden, aber man hätte sich mehr erwünscht. In China gibt es ja relativ langgezogene Kurven und Renault hatte damit starke Probleme. Aber der Speed in den Geraden war sehr gut, was es vielleicht ein bisschen ausgleichen könnte. Big Pine J2 hat gute Leistung gezeigt und hat sich den Platz im Team definitiv verdient. Mühli 8989 verlässt Mercedes nach 2 Jahren und konnte einen neuen Vertrag bei Renault unterschreiben. Vielleicht ist das ein Fehler, wir werden sehen. Das Ziel von Renault ist, besser abzuschneiden als letzte Saison. Man will endlich, wenn es geht, unter die Top 5 mindestens kommen. Die Unruhe bei Racing Point hielt leider letzte Saison an. Platz 9 am Ende ist definitiv zu wenig für die Erwartungen des Teams. Bei den Testfahrten war man sehr schön unterwegs und man Anschluss an das Mittelfeld gefunden. Man fuhr auch sehr, sehr viel, man hat kein Problem in Sachen Zuverlässigkeit gefunden. RBFL-Sender kommt als Neuling ins Team und darf zeigen, was er kann. Mal schauen, ob er dem Druck gerecht wird. Blue Snipes ist ebenfalls ein Neuling und soll Erfahrungen sammeln. Wenn beide genug Erfahrung haben, könnte das eine gute Saison vielleicht für die werden. Das Ziel für Racing Point ist, ständig in die Punkteränge zu fahren und endlich mal ein bisschen weiter oben zu landen im Feld. Toro Rosso hatte letzte Saison eine gute Saison, aber man ist trotzdem abgerutscht auf Platz 3 der Teamwertung. Die Testfahrten hat man eine sehr gute Vorstellung abgegeben, aber man war leider ziemlich fehleranfällig und die Zuverlässigkeitsprobleme nahmen immer wieder zu. Highways holte man als beständigen Fahrer ins Team, der immer für eine Überraschung gut ist, manchmal auch für Siege oder Podestplätze. El Puero kommt von McLaren und ist überzeugt, besser in der Saison abzuschließen als noch letzte Saison mit McLaren. Das Ziel für Toro Rosso ist es weiterhin vorne mitzukämpfen. Vielleicht nicht um den Titel, aber Top 3 sollte drin sein. Williams hatte einen langen Kampf gegen Racing Point, aber der ging verloren. Platz 10 ist nicht das, wo das Team sich sieht. Die neuen Fahrer sind zufrieden mit dem neuen Auto. Man ist deutlich näher dran an der Konkurrenz. Mal schauen, wie weit sie noch genau nach vorn kommen. Erbin 2945 glaubt, mit dem Williams besser klarzukommen als auch mit dem Red Bull der Liga 1. Tillmann S22 möchte das Team zur alter Stärke zurückführen. Er hatte mit Ferrari letzte Saison viele Zuverlässigkeitsprobleme.
Das Team will wieder in der Tabelle aufsteigen und endlich wieder den letzten Platz weit hinter sich lassen. Alfa Romeo Racing war eine große Überraschung der letzten Saison. Das Team sowie alle anderen rechneten nicht damit, dass das Team auf Platz 2 die WM beendete. Bei den Testfahrten war man sehr schnell, aber zu unkonstant. Man ist aber sehr viele Runden in den Tests gefahren, so viel wie fast keiner. Elias Leon 1104 war mit den wenigen Einsätzen in die Liga 3 so gut, dass Alfa Romeo ihn unter Vertrag nahm. Elias de Ems konnte sich den zweiten freien Platz bei Alfa Romeo sichern. Wir sind gespannt, ob er sich nicht vielleicht für ein anderes Team hätte entscheiden sollen. Das Ziel für Alfa Romeo ist, weiterhin vorne mitzukämpfen. Man weiß aber nicht, ob es für den Titel reicht oder vielleicht nur unter die Top 3. Ferrari hatte einen harten Kampf gegen Alfa Romeo um den Teamtitel, aber man konnte beide Titel sogar gewinnen, was in Italien ordentlich gefeiert wurde. Beim Test fahrt man mal etwas Zeit hinterher, aber die Zeiten, die man fuhr, die waren immer auf dem gleichen Stand, weshalb man das auch sehr wahrscheinlich als Uhrwerk bezeichnen könnte. Supermixer 008 hat es geschafft, vom schwachen Williams-Team zum Top-Team Ferrari zu wechseln. Mal schauen, ob er mit dem Druck zurechtkommt, der jetzt auf ihm lastet. Kimmel konnte schon mal mit der Scuderia einen Titel feiern, und zwar in Liga 3. Nachdem er zu Red Bull ging, fährt er jetzt wieder für Ferrari. Das Team will natürlich um den Titel kämpfen. Wenn es geht, sollen beide Titel sogar verteidigt werden. Das amerikanische Team Haas hatte eine Saison mit Aufs und Abs, aber man ist zufrieden mit dem Ergebnis, das man letztes Mal erreicht hatte, und zwar Platz 5. Man konnte mit den anderen Teams mithalten, worauf man sehr stolz ist, aber leider hat man kleinere Superlichtigkeitsprobleme, die man hoffentlich noch beheben kann. TJR bleibt dem Team treu und möchte besser sein als letzte Saison noch. Mal schauen, ob er es erreichen kann. Red Power FCB bleibt ebenfalls dem Team treu. Und alle können sich nun auf den Wagen konzentrieren, weil alle das Team kennen. Das Ziel von Haas ist, endlich die Top 4 zu erreichen. Wir werden erfahren, ob es irgendwann möglich ist. Für McLaren war es keine zufriedenstellende Saison. Man konnte sich zwar auf Platz 7 verbessern, aber das reicht dem Team definitiv nicht. Bei den Testfahrten war man sehr schnell unterwegs und die Zuverlässigkeit war auch sehr gut. Mal schauen, ob das auch in der Saison so bleibt. DLL Johnny kommt nach einem Jahr Pause wieder zurück und freut sich auf das Team, mit dem er wieder vorne angreifen möchte. DLL Kim möchte dem Team helfen, wieder vorne anzugreifen. Mal schauen, ob er genauso gut ist wie sein Teamkollege. Das Ziel von McLaren ist wieder, um Podeste zu kämpfen und wenn es geht sogar unter die Top 3 der Wertung zu kommen.